Ja, hallo zusammen. Corona beschäftigt uns weiterhin, also auch ein Corona-Update am 18. April 2021. Das letzte Corona-Update war zu lang. Ich habe mich auch vielleicht zu lange ausgedrückt. Hat mir nicht so gut gefallen. Ich habe es trotzdem draufgelassen. Okay. Und vor allem hat das mit dem Film nicht geklappt. Ich habe es heute. Das Interview, was ich anhängen wollte. Dieses Interview habe ich vorhin extra auf den YouTube-Kanal gestellt und ich stückel das Ganze jetzt. Dann sind es kürzere Beiträge und das gehört aber alles zu dem Corona-Update dazu. Und jetzt nur noch mal so ganz kurz ein paar Dinge, die passiert sind oder die wichtig sind, dass Sie das wissen und auch was mit der alten, aus der alten Information geworden ist. Also zunächst mal zur Ausgangssperre. Das ist ja ein Riesenthema in Deutschland geworden. Ja? Aber eins muss man einfach wissen. Es gibt verschiedene Studien. Dann gibt es eine Meta-Analyse, wo alles zusammengefasst wird, alle Studien, die es zu einem bestimmten Thema gibt, also auch zur Ausgangssperre. Und da kann man wirklich sagen, dass die Ausgangssperre in Studien zusammengefasst wirkt. Der Inzidenzwert fällt und niedriger aus, 10-15% niedriger mit der Ausgangssperre. Dass das nicht die einzige Maßnahme ist, muss ich jetzt nicht erwähnen, sonst wäre man wieder zu lang, aber es ist eine wirksame Maßnahme. So, dann wird ja immer wieder gesagt, wir testen ja jetzt auch mehr, also steigt dadurch der Inzidenzwert. Das ist schlicht und ergreifend falsch. Ganz im Gegenteil, der Inzidenzwert ist vielleicht sogar viel höher, als uns das mitgeteilt wird. Warum? Stutzig muss man werden, dass jetzt plötzlich 47, 48 auf Intensivstation liegt, beatmet wird und auch stirbt. Da muss man wirklich deutlich sagen. Das hängt nicht nur mit der Impfung zusammen, so viele sind ja noch gar nicht geimpft, also Ältere. Sondern das ist einfach so, dass viele jüngere Leute machen den Corona-Antigen-Schnelltest, sind positiv, behalten das aber für sich, denken, da komme ich selbst drumherum, da behandle ich mich selbst. Sicher gehen die in Quarantäne, ziehen sich zurück, aber werden dann so schwer krank, nicht alle, aber einige, dass sie dann ohne PCR-Test, also ohne getestet worden sein, ohne in die Statistik einzugehen, kommen gleich ins Krankenhaus, gleich auf Intensivstation und werden gleich beatmet. Ich muss leider sagen, die Hälfte der Beatmungspatienten stirbt eben. Also, diese Inzidenzwerte sind nicht zu hoch gegriffen, sondern sie sind vielleicht sogar eher zu tief durch dieses Phänomen, wie ich das eben benannt habe. So, Kinder, das habe ich auch noch in einem Extra-Video nochmal, Kinder-Inzidenzwerte habe ich im Extra-Video heute auf den Kanal gestellt. Dann hatten wir ja noch die... das Problem, dass viele Menschen sich jetzt mit dem AstraZeneca-Impfstoff nicht impfen lassen. Nächste Woche bekommen wir zum Beispiel in die Praxen vor allem AstraZeneca-Impfstoffe. Da gibt es ja jetzt dieses Testverfahren, wo man eben feststellen kann, ob diese Thrombose vorhanden ist, damit man sie dann auch schnell auflösen kann. Man kann auch diese Aktivierung der Thrombozyten durch spezielle Antikörper, die bei der Impfung gebildet werden, kann man inaktivieren durch dieses Immunglobulin, was man eben spritzen muss. Das Gerinnsel kann man auflösen. Und der Test, ob der für die Praxis geeignet ist, kann ich Ihnen leider nicht sagen. Ich habe in Greifswald angerufen, telefoniert. Ich habe auch jemanden am Telefon gehabt. Ja, wie gesagt, große Antrag und so. Ich habe jetzt nochmal eine Mail hingeschrieben und ich hoffe, dass ich dann irgendwann Auskunft bekomme, die ich dann auch Ihnen mitteilen kann, weil das wäre natürlich schon elegant, wenn wir diesen Test in der Praxis durchführen könnten und sagen können, jawohl, das ist bei Ihnen so, ich kann Ihnen jetzt erstens mal dieses Immunglobulin spritzen, damit es aufhört mit dieser Aktivierung der Thrombozyten, damit die sich dann nicht mehr verklumpen und das, was schon verklumpt ist, also durch Blutgerinnsel, kann man mit einer Lyse auflösen, zum Beispiel im Krankenhaus. Also das wäre schon ein echter Fortschritt. Man könnte dann wirklich die Angst vor diesem AstraZeneca-Impfstoff nehmen. Okay, so viel dazu. Macht es gut und vor allen Dingen
Bleiben Sie mir gesund. Tschüss.